Jetzt am Wort von den NEOS ist Stefanie Crisper. Seitdem der Beginn des Angriffskriegs Putins gegen die Ukraine begonnen hat und besonders Frauen und Kinder durch Europa fliehen und auf der Suche nach Schutz sind. Und dass unsere Regierung hier bisher katastrophal unkoordiniert geholfen hat und Handlungsunfähigkeit bewiesen hat. Zu dieser möchte ich auch grundsätzlich jetzt etwas sagen, weil daran, dass sie nicht handeln konnte, jetzt im Fall der ukrainischen Frauen und Kinder, ist sie selber schuld. In der gestrigen Debatte der FPÖ haben auch durch Ihre Mordmeldung, Herr Minister, gezeigt, man denkt abseits der Ukraine und hat vor dem Krieg gar nicht mehr an den echten Flüchtling gedacht, der zu uns kommen könnte und redlich Schutz braucht. Unser System war unter Türkis blau. Herr Amesbauer hatte gerade wieder ausgeführt, wofür er steht und die FPÖ. Aber auch unter Türkis grün, weil die ÖVP sich hier durchgesetzt hat, auf Abwehr gebaut. Das Wort Flüchtling wird seit vielen, vielen Jahren in Österreich rein negativ konnotiert. Und nach der FPÖ macht ja mittlerweile auch die ÖVP aus Kalkül mit Angst und der kollektiven Abwertung von Schutzsuchenden Politik. Die Abwertung macht ja nicht einmal vor Kindern Halt. Es geht ja so weit, dass unter den ÖVP-Innenministern in den letzten Jahren selbst unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht adäquat kindergerecht untergebracht wurden. Und das, obwohl der Rechnungshof das massiv kritisiert hat. Wir haben versucht, das auch mit Innenminister Nehammer letztlich zu diskutieren, der noch Innenminister war, erfolglos, bei Ihnen bisher auch. Das heißt, in den letzten Jahren haben Kinder schon unter diesen Missständen gelitten, dass in viel zu großen Einrichtungen nicht kinderadäquat untergebracht waren. Das Problem ist, dass diese herzlose Politik auch hirnlos ist. Diese Ideologie der kollektiven Abwertung führt nämlich dazu, dass man nicht den einzelnen Menschen hier beurteilt und wie er agiert und man hier geborene Kinder abschiebt, wie Tina, oder Lehrlinge, die in Mangel berufen, das heißt, wir brauchen sie in dem Land, die Wirtschaft braucht sie, sich qualifiziert haben, abschiebt, nur weil sie als Asylwerber ins Land gekommen sind. Herz und Hirn vermisse ich hier und das von der vermeintlichen Wirtschaftspartei ÖVP umso mehr. So, und in diesem Klima und in dieser Dysfunktionalität unseres Asylsystems kam jetzt der Krieg. Und wir NEOS erwarten ja mal nicht viel, aber dass die Frauen und Kinder ein Dach über dem Kopf haben und ausreichend Geld zum Essen kaufen, Herr Amesbauer. Um mehr geht es hier mal nicht, um dieses Minimum. Gut, die Unterbringung hat mal gar nicht geklappt von Seiten des Innenministeriums. Da konnte man froh sein, dass Private die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung war hier enorm ausgeholfen haben. Das Innenministerium hätte das nicht geschafft, aufgrund des Desinteresses davor an diesem Thema. Essen klappt auch nicht. Die Grundversorgung ist so gering, dass die Mütter hier sicher sein können, dass am nächsten Tag sie ausreichend Essen für sich und ihre Kinder haben. Wir sind in einer beschämenden Situation und das höre ich seit den ersten Wochen vom Krieg von den Betroffenen, von den Helfern, die hier versuchen, das dysfunktionale Agieren unserer Regierung auszumerzen, dass das nicht funktioniert, dass hier schnell genug Geld ankommt. Der Innenminister, den höre ich gleichzeitig in der Reden im Fernsehen, meint, alle, die Hilfe brauchen, bekommen Hilfe. Jetzt kommt eine kleine Besserung, die Erhöhung der Tagessätze, seit Jahren gefordert, ist eine Anpassung, seit 2016 wurde nichts gemacht, ist mit der Inflation in wenigen Monaten wahrscheinlich schon wieder abplaniert. Gut deswegen auch, dass heute die Familienbeihilfe hier endlich den Frauen und Kindern gewährt wird. Das ist aber nicht eine schnelle Hilfe, im Monat 4 etwas zu tun. Es sind hier viel zu viele Frauen und Kinder in Notlagen geraten und ich finde es beschämend, aber ich zwinge mich jetzt dazu, dass ich auffordere, auch die Kolleginnen und alle, die nicht treffsicher hier in den Genuss von Entlastungsboni wegen der Teuerung kommen, weil hier mit der Gießkanne verteilt wird und sich eigentlich hier nicht als redliche Empfänger sehen, zu spenden, nämlich für Cards for Ukraine, für eine Initiative, die nach Notlage priorisiert, hier insbesondere Müttern, die nicht wissen, weiter nicht wissen, wie sie die nächsten Tage ihre Kinder in Österreich ernähren sollen, aus der Ukraine geflohen, hoffentlich zumindest mit einem Dach über Kopf, hier unterstützt werden können. Und ich erwarte mir, Herr Innenminister, dass, wenn wir das nächste Mal über das Thema im September hier reden, ich dieses Schild nicht doch mal mitbringen muss. Danke sehr. Aber auch von Stefanie Crisper kommt viel Kritik an der Flüchtlingspolitik von ÖVP und FPÖ. Der Begriff Flüchtling werde seit vielen Jahren sehr abwertend konnotiert. Sogar Kinder müssten unter einer nicht geeigneten Unterbringung und einer herzlosen Politik leiden, so Crisper. Die Grundversorgung für Frauen und Kinder, die aus der Ukraine nach Österreich flüchten, würde nicht funktionieren.